Hallo und herzlich willkommen auf EvoToK TV zu einer neuen Folge von FIFA 18, der Karriere mit Borussia Dortmund. Ja, letztes Spiel haben wir mal eine ordentliche Klatsche gegen die Hamburger uns eingefangen. Im Volksparkstadion 1-4 sind wir da rausgegangen und heute heißt es Wiedergutmachung. Wir haben die Aufstellung ein bisschen verändert und wollen natürlich gegen Gladbach ein Zeichen setzen. Die Jungs sind gefragt, die heute spielen. Die haben die Möglichkeit, sich hier auf unbestimmte Zeit in die Startelf zu spielen. Wer das ist, werden wir gleich sehen. Den einen oder anderen erkennt man vielleicht schon. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt mal auf die taktische Formation 4-3-1-2 gewechselt, so wie ich auch bei Ultimate Team spiele. So wie ich auch dieses Jahr wieder ganz gut in Ultimate Team spiele. Und schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Die Doppel-6 hat ja überhaupt nicht funktioniert gegen die Hamburger. Und guck mal, wie das heute gegen den HSV so ist. Gegen Gladbach ist. Mann. So, hier ist die Ausstellung von uns. Hier sehen wir jetzt auch mal Bürki, Schmelzer, Toprak ist zurück, Sokratis, Piszczek, dann Castro, Weigel, der Hut, 3 Sechser bzw. 8er, Marco Reus als Spielmacher auf der 10 und Aubameyang und Jarmolenko vorne im Sturm. Jetzt gucken wir uns an, wie die Gladbacher, was die für eine Idee haben. Hier sehen wir Eden Harald wieder. Kann nicht zufrieden sein mit dem letzten Spiel. Absolut nicht. So, hier sehen wir Sommer, Janschke, Westergaard, Ginter, Wendt, Zakaria, Kramer, Traoré, Johnson, Stindl und Raphael. Ja, interessantes Konzept. Klassisches 4-4-2, wie man früher gespielt hat. Ich weiß gar nicht, welche Platz die Gladbacher sind hier in unserer Karriere. So, dann geht's los. Ja, mit diesem 1-4 im Rücken, da spielst du heute natürlich nicht voller Selbstvertrauen. Da spielst du nicht groß und auf. Ab geht's. Ich glaube trotzdem, dass ein Unentschieden drin ist. Ups, da ist der erste Fehlpass. Jetzt Raphael. Jetzt mal die Gladbacher. Um Stindl, aber gegen Piszczek erstmal ohne Oh Gott. Was ein schlechter Pass von Toprak. Da ist doch die Nervosität zu merken. Der hat jetzt ein paar Spiele nicht gemacht. Und dann sowas. Reus jetzt am Ball. Reus schickt Ober. Aubameyang ist durch. Und Pfosten. Julian Weigel. Mahmoud Dahoud. Ja, Dahoud. Julian und nur ein Schuss. Oh Mann, schon wieder, Latte. Ein Pech. Gibt's ja nicht. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Castro am Ball. Julian Weigel. Was macht der Weigel eigentlich hier vorne, Mann? Der hat sogar von mir die Anweisung bekommen, dass er hinten bleiben soll. So, Sokratis, der kämpft den Ball. Sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Er kommt vor allem über das Tempo, verfügt über einen enormen Antritt, nicht leicht für den Gegenspieler. Castro, gut gemacht. Könnte gefährlich werden. Aubameyang hat den Ball. Och Mann, Jarmolenko. Kramer. Auch eine kleine Torkrise. Der Jarmolenko bei uns. Janschke. Ibrahima Traoré. Und gute Flanke. Raphael. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Jetzt Marco Reus. Und da ist Jarmolenko. Setzt sich da gut durch. Gegen Oscar Wendt war das, glaube ich. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und immer noch Jarmolenko. Und da ist das Tor. Richtig stark gemacht. Richtig gut durchgesetzt mit Jarmolenko. Und Aubameyang macht das 1-0. Überfällig. Ein Oscar Wendt aber mal richtig vernascht hier. Drin. Führung damit für den BVB. Ginter. Wird's jetzt gefährlich? Oh. Da macht der Johnson aber mal den Piszczek nass. Jetzt schießt er. Oh, Glück gehabt. Da hätten wir oben einen der Raphael. Bürki mit einem kurzen Abstoß. Dahoud. Reus. Und Jarmolenko. Marco Reus ist so ein überragender Fußballer. Leider hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.
Ja, müssen wir mal gucken. Der Oscar Wendt, der scheint nicht so physisch stark zu sein. Müssten wir denn eigentlich das sowas nochmal probieren? Oh, Wendt wieder mit dem Fehler. Und Aubameyang aber abgefangen. So, Toprak. Solide geklärt. Marco Reus am Ball. Dahoud. Reus. Das war einfach. Und er hat den Ball. Johnson. Oh, gut geschickt, aber oh, schade. Und jetzt gibt's Einwurf für Dortmund. Den Ball wirft der gleich zum Gegner. Haben wir jetzt Stindl gegen 5 Dortmunder. Muss es neu aufbauen. Aber es wird gut gemacht. Und der geht drüber. Von Christoph Kramer. Hat der letztes Jahr auch schon sein originales Gesicht gehabt? Ich weiß es gar nicht. Oh oh. Aubameyang liegt auf dem Boden. Ich hoffe nicht, dass der jetzt verletzt ist. Weil Aubameyang ist schon... Ah, er läuft wieder. Fantastisch. Ah, hat aber trotzdem hier eine Verletzung angezeigt. Johnson. Kramer. Der Ball ist weg und jetzt tja. Könnte der Gegner angreifen. Wird aber noch nichts empfohlen bis jetzt. Ausgeführt. Stindl. Und jetzt der BVB. Da Hut. Ja, Molenko setzt sich da gegen 2 Gladbacher durch. Ja, aber dann pennt da Hut. Beziehungsweise rechnen wahrscheinlich eher nicht damit, dass der den bekommt. Und Ober. Mann. Da geht er dazwischen. Einwurf für den BVB. Aubameyang. Da kann er ihn stoppen. So, Ober. Marco Reus. Janschke. Oh, Obers Verletzung ist weg. Den Krampf rausgelaufen quasi. Wird zumindest nichts mehr angezeigt. Ibrahima Traoré. Ganz Dortmund in Schockstarre, wenn Aubameyang ausfällt. Schönes Zuspiel. Oh, auf Pfosten Gladbach. Johnson mit dem Pfostenschuss. Ja, Gladbach hat man ganz gut Druck momentan. Da Hut. Geht einfach mal über die Seite. Oh, und jetzt Abseits angezeigt. Na gut. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Janschke. Klasse Zuspiel. Raphael, aber Toprak. Den Ball hat er. Weigel. Das könnte die Chance werden. Oh Gott. Der kommt sogar an. Aubameyang schießt dann Gladbacher an. Wenn er hochschießt ins linke Eck, beziehungsweise ins rechte Eck aus Torwartsicht, dann ist der drin. Dann gehen wir hier mit 2:0 in die Pause. Gonzalo Castro jetzt. Aubameyang. Oh, schade. Ja, hat Gladbach am Ende nochmal Glück gehabt. Hier 2:0 Torschuss. Die Torschussstatistik. Und Reus würde ich sagen, der geht jetzt mal, weil der hat auch schon ganz schön viel Spiel in den Knochen. Für den kommt Mario Götze. Anderen 2 Wechseloptionen heben wir uns nochmal auf. Anstoß München-Gladbach, es geht weiter. Jupp, der zweite Abschnitt läuft. Ups.
Nun Götze. Oh, Castro. Wird das eine Torchance? Und da ist Götze. Ach, schade. Erstmal raus, gut gemacht. Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Nun Götze. Und der fügt sich mal richtig bockstark ins Spiel ein. Ah, oh, schade. Oskar Wendt, jetzt stand er richtig. Ja, Verlängerung gegen Argentinien. Flanke Schürrle. Und dann macht er das entscheidende Tor zum... Schöner Pass. Geht vielleicht was für Gladbach. Toller Pass. Gut freigespielt. Oh. Nein. Oh, was? Das gibt keinen Elfmeter? Das war ein klarer Strafstoß. Oh, jo, gut, dann macht Stindl jetzt halt so das Tor. Ach, Mann. Aber trotzdem, das war eigentlich ein klarer Strafstoß an der einen Aktion da. So, Schmelzer. Aubameyang verliert auch den Ball wieder. Oh, das war ein Foul. Gibt das eine Karte? Ne, der Schiri malt nur. Na komm, das gucken wir uns mal an. Wir wollen mal sehen, wie das hier hingesprüht wird. Ja, Hauptsache man sieht den Hintern vom Schiedsrichter. Soll man das doch wenigstens so zeigen, dass man die Wiese sieht? Das ist immer deutlich interessanter. Denke ich. Stindl genau auf Bürkis Ecke. Das war eine wichtige Parade, wäre sonst der Rückstand gewesen. Mann, oh, da setzt sich Götze durch. Aubameyang. Die Profikarriere von Pierre-Emerick Aubameyang. Aber eigentlich, wir haben schon zwei Pfostenschüsse. Gut, Gladbach auch einen, aber trotzdem, wir müssen eigentlich schon wieder viel höher führen. Stattdessen haben wir wieder ein Unentschieden. Alter. Traurig. Da waren sie doch noch zur Stelle. Ja, jetzt gibt's einen Wechsel bei Gladbach. Peace check. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an. Für in Augsburg spielen wir. Auswärts gegen den FC Augsburg. Und klar, da sind und Jamul. Ah, schade. Spiel ebenfalls kommentieren. Janschke. Den spielt er wieder zurück. Stindl. Und Raphael. Jetzt mal die Gladbacher. Hermann macht das gut, aber. Hier sehen wir jetzt in der Mann. Den müssen auswechseln. Castro ist ja voll am Ende. Brauchen einen neuen Taktgeber hier. Shinji Kagawa. Tauscht nochmal mit Götze den Platz. Weigel, Schürle. Oh, Pulisic kommt für den glücklosen Jarmolenko. Wobei, so glücklos war der eigentlich gar nicht. Der hat das Tor gut rausgespielt. Es geht gegen Hannover 96 im nächsten Spiel in der Bundesliga. Nicht unbedingt ein Angstgegner, würde ich mal behaupten. Das könnte gefährlich werden. So. Oh. Alter. Gladbach momentan deutlich am Drücker. Ball, aber nicht platziert genug. Gleich zwei frische Spieler kommen jetzt in die Partie. Da haben wir Shinji Kagawa. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das Ober. Und jetzt ist der Ball geklärt. Götze. Julian Weigel. Sauber vom Ball getrennt hier. Das stört mich. Warum läuft das komplette Mittelfeld hier so meine ZDMs, warum laufen die alle am Strafraumrand rum? Dahoud. Mann. Verteidigt da den Ballbesitz. Kramer. Oh, Sokratis. Wirkt verletzt. Jetzt läuft er wieder. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. 74. Minute läuft. Sokratis klärt erst. Hermann und Bürki. Ein Wechsel jetzt bei Borussia Mönchengladbach.
Alter, Bürki. Richtig stark gemacht, verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Der Ball kommt rein. Und die Situation ist nein. Alter. Wir schwimmen gerade ziemlich. Hier sieht man auch die Schussstatistik. 4:10 für Gladbach. Da ist die Szene vorbei. Er überzeugt heute als Passgeber. Der war jetzt eigentlich gar nicht so geplant. Das war mal kein guter Pass, aber seine Quote ist heute trotzdem stark. Oscar Wendt. Da verlieren sie nein. Den Ball. Jetzt vielleicht die Flanke. Stindl. Oscar Wendt. Das gibt's doch nicht. Und den spielt er gleich wieder zurück. So. Der Blick auf die Uhr. Oh, Pulisic wird geschickt und der ist schnell. Der ist ordentlich schnell. Gefährlich immer noch. Ja, Mann! Wer war das? Wer ist das? Shinji Kagawa mit dem 2-1. Aber das war mal richtig gut gespielt. Und da war es richtig gut, dass wir Pulisic eingewechselt haben, weil der hat mal ordentlich Speed mitgebracht. Ah, das Waldstadion tobt. Lange zu spielen ist nicht mehr. Drin. Unverdient, aber egal. Gibt es sogar noch einen Konter, um den Deckel endgültig drauf zu machen. Die Borussia also jetzt vorne. Ja, das ist Fußball. Es ist weiter eng. Schöne Aktion. Oh, oh. Hermann, der geht nicht rein. Jetzt ah, Alter. Gladbach bleibt aber dran. Und Schmelzer holt sich den Ball. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi, das kann man Aubameyang. Nein! Was mache ich denn da? Jetzt Raphael. Wichtig, ganz wichtig. Oh, shit. Und der war richtig blöd von Hermann. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Und nochmal über Pulisic. Ah, Sommer ist draußen. Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Weg ist der Ball. Abgefangen. Götze nochmal am Ball. Vielleicht gibt das was. Aubameyang. Aber Sommer hat den. Könnte auch schon jetzt letzte Aktion sein. Jawohl, Spiel ist aus. 2:1 gewinnen wir. Zwar nicht wirklich verdient, aber egal. Sieg ist Sieg und es war ein wichtiger Sieg nach der Klatsche in Hamburg. So, hier Eden Harald mit, keine Ahnung, wer es gewesen sein soll. Dieter Hecking mit ganz weißem Haar. So, 3:6 die Schüsse aufs Tor aus Sicht von Gladbach und 5:11 sogar generell die Schüsse für Gladbach. Aber gut. So, dann simulieren wir direkt mal wieder zum nächsten Spiel, damit wir die aktuelle Tabelle nämlich wieder haben. Morgen 17 Uhr geht's dann gegen Augsburg. So. Dann schauen wir uns die Tabelle an. Schalke immer noch Tabellenführer. Hier 17 Punkte aus 7 Spielen. Wir sind auf Platz 4 hochgeklettert. Das ist ja sensationell. 5 Punkte hinter dem Tabellenführer Leverkusen 14, Berlin 13. Wo sind die Bayern? 1 Punkt hinter uns auf Platz 5. Augsburg steht auf Platz 16, also da können wir eventuell mal ein paar Punkte holen. Na gut, das war's dann für heute. Wenn es euch gefallen hat, dieses spannende Spiel, dann hinterlasst dem Video mal einen Daumen nach oben. Könnt gerne was in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt, also werde ich auf jeden Fall beantworten. Oder auf meinem Discord-Channel vorbeischauen, da können wir das ein bisschen ausführlicher diskutieren. Der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, den einen oder anderen dort anzutreffen. Ich bin dann jetzt raus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, um 17 Uhr morgen die neue Folge. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann einfach mal ein Abo hinterlassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.